Ja, so Herr Müller. Du weißt schon, warum du hier bist, oder? Weißt du das? Nein, weißt du nicht. Gar nicht. Ein bisschen. Ja, aber, fällt dir nichts so ein? Ja, aber. Gestern 18:52 Uhr unter dem Thread von Paula Morgenklee, als sie schrieb, ganz zu Recht, die AfD ist eine Nazi-Partei. Da hast du nicht drunter geschrieben. Ja, aber. Nein. Doch, ne? Du kannst deinen Anwalt nicht sprechen. Du bist ja jetzt hier nicht wegen eines offiziellen Verbrechens. Hasskriminalität gibt es ja gar nicht. Was soll denn das sein? Wir reden nur du und ich. Unter Freunden. Und wenn du nicht mehr reden willst, dann kommt mein Genosse rein und der hat ein Telefonbuch. Ja, hier stelle ich die Fragen, weil es eben ein Telefonbuch ist. So, ja, aber. Schon wieder. Du bist es wirklich auf die harte Tour, ne? Einem Post der Tagesschau habe ich heute gelesen, dass es jetzt eine Zentralstelle für Hasskriminalität gibt. Sie schreiben halt auch, mit einer Zentralstelle für Hasskriminalität im Netz will der BKA-Chef gegen Beschimpfungen, Drohungen und andere strafbare Veröffentlichungen vorgehen. Und er sagt dann, wenn Drohungen von rechts außerdem dazu führen, dass Kommunalpolitiker nicht mehr zu Wahlen antreten und Ehrenamtliche sich aus ihrem Engagement zurückziehen, dann ist das auch demokratiegefährdend. Das muss man sich mal reinziehen. Der meint das so. Der Herr Münchhausen. Der Herr Münch, der Präsident des Bundeskriminalamtes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drohe als Donald Trump, Mensch Erdogan, das sieht nicht gut für dich aus. Wir kommen hier auf den und dann machen wir also Trump, ja, Hasskriminalität ab. Das nächste Mal, wenn er in Deutschland ist, geht er sofort ein. Da fährt er sofort ein, der Trump. Ja, da hat er ein ganz neues Hotel. So. Oder stellen Sie sich das vor, damals bei den Alliierten, ne, als sie sagten: Ja, Adolf Hitler, wir treten dir so in den Arsch, du kleiner Pisser, du Nazi-Sau. Ne? Das ist Hasskriminalität. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage: Windkraftanlagen sind doof. Das ist schon so kritisch, das ist schon kritisch, das ist schon kritisch. Also, und das ist ja auch insgesamt so faszinierend, wenn ich jetzt lese, dass Kommunalpolitiker nicht mehr zu Wahlen antreten. Es gibt Parteien, da gibt es Leute, die wollen überhaupt erstmal Kommunalpolitiker werden. Und dann sagt denen die Frau von denen: Bist du bescheuert bei der AfD? Die bringen dich da um. Die fackeln uns das Auto ab. Die zünden uns das Haus an. Die schlagen dich ins Krankenhaus. Wie viele gute Leute gehen denn wohl nicht zur AfD, weil die Angst haben? Wie viele Leute reden nicht über die AfD, weil sie Angst haben? Und da kommt der Herr Münch, der Präsident des Bundeskriminalamtes, und redet so eine. Oh, ich muss da Piep drüber legen, glaube ich. Nicht, dass das Hasskriminalität ist. Ne? Irre, irre. Gestern habe ich gelesen, dass Hausdurchsuchungen dürfen immer erst ab 6 Uhr morgens stattfinden in den Herbstmonaten. Und also ich pack da doch schon meine Zahnbürste. Ne? Merkt ihr eigentlich nur irgendwie, was hier abgeht? Lasst euch das alles gefallen? Das ist ein Ermächtigungsgesetz für Arme. Ein Ermächtigungsgesetz ist das. Dieses Straftatbestand gibt es überhaupt nicht. Es gibt Bedrohung, es gibt Beschimpfung, es gibt Morddrohung. Das ist alles, diese Gesetze gibt es alles schon. So, und dann muss man einfach nur mal anzeigen. Und dann geht das vor Gericht. Und dann entscheidet ein Richter, was dort passiert ist. Und dann wirst du freigesprochen oder nicht. So, irgendwie überspringt ihr da ein paar Dinge. Ne? Es gibt einen Gesetzgeber. Exekutive, Judikative, Legislative. Zumindest gab es das früher mal, ehrlich.
Zentralstelle für Hasskriminalität, das ist wie Ministerium für Wahrheit. Ihr Faschistenschweine. Oh, da hätte ich, glaube ich, noch einen Piep drüber setzen müssen. Piep.